Hallo meine Lieben. Ja, manchmal gibt es so Tage, die es einfach verhindern, ein neues Video zu produzieren. Und heute ist so ein Tag. Erst ein anhaltender Sturm, der das Einsprechen unmöglich macht. Dann das neueste Mitglied der MDS-Familie, der eine Vorliebe für WLAN-Router entwickelt hat, statt für seinen Kauknochen. Ja, aber da ich weiß, dass viele von euch einfach nur zur gewohnten Zeit ein wenig abschalten und die Gedanken reisen lassen wollen, fernab von dem Alltag, der ja heute wieder Unheilvolles für die nächste Zeit hervorbrachte, habe ich euch zwei weniger beachtete Videos zusammengestellt. Berichte, Zeichnungen und Kunstwerke, die alles eines gemeinsam haben. Unerklärliche Objekte, die wir als UFOs kennen. Und da ich ja nicht dafür bekannt bin, vorher noch großartige Reden zu schwingen, fangen wir jetzt auch sofort an. Wer also schauen möchte, der schaut, wer nicht, der lässt es sein. Bis gleich nach dem Intro. Um das Genie Leonardo da Vinci ranken sich viele Gerüchte. Eines davon lautet, dass er geheime Botschaften in seinen Gemälden versteckt hat. So glauben einige Menschen, dass er in manchen seiner berühmtesten Werke außerirdische Figuren eingearbeitet hat, die man nur sehen kann, wenn man diese Bilder spiegelt. Zum Beispiel in seinem Werk Johannes der Täufer. Doch anders als in diesem, das wohl eher der Pareidolie geschuldet ist, also dem Phänomen, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen, gibt es Werke, die ganz eindeutig Objekte zeigen, die es so nicht geben dürfte. Aber auch Da Vinci hält noch eine weitere Überraschung parat. Dazu später mehr. Unser erstes echtes, ungewöhnliches historisches Gemälde ist die Taufe Christi. Gemalt wurde es im Jahr 1710 vom flämischen Künstler Art de Gelder. Das Kunstwerk stellt ein klassisches, schwebendes, silbernes, untertassenförmiges UFO dar. Es lässt Lichtstrahlen auf Johannes den Täufer und Jesus herab. Es erinnert natürlich stark an eine Art Traktorstrahl, doch im Kunstwerk scheint es außer dem Beleuchten der zwei Protagonisten nichts anderes zu bewirken. Interessanterweise ist es nicht ein einzelner breiter Lichtstrahl aus der Mitte des Objekts, sondern vier dünnere, die von den Seiten herab zu den biblischen Figuren herunterstrahlen. Was mag den Künstler wohl dazu inspiriert haben? Ihr könnt es übrigens derzeit im Fitzwilliam Museum in Cambridge, England bewundern. Das nächste Bild trägt den schönen italienischen Namen Madonna col Bambino e San Giovanni, die Madonna mit dem heiligen Giovanni. Über Marias linker Schulter befindet sich ein leuchtendes oder glühendes, scheibenförmiges Objekt. Zoomt man an den Schauplatz des Geschehens, sieht man unter dem Objekt einen Mann mit seinem Hund, die verwundert zu dem schwebenden Objekt aufschauen. Gemalt wurde es im 15. Jahrhundert, der Künstler ist unbekannt. Im linkeren oberen Bildrand ist zudem ein weiteres merkwürdiges Objekt zu sehen. Es scheint ein leuchtendes, sagen wir mal, UFO zu sein. Interessant dabei ist, dass es noch weitere, recht unbekannte Versionen des Gemäldes gibt. In diesem ist die klassische Untertassenform noch detaillierter zu erkennen. Das leuchtende Objekt, das sich zuvor noch weit von diesem entfernt befand, ist nun sehr nah an dem metallischen UFO gerückt. Was hat der Künstler hier wohl gesehen, dass er es unbedingt in einem seiner Werke versteckt hat? Die Verkündigung an Maria mit dem Heiligen von Carlo Crivelli ist ein weiteres erstaunliches Kunstwerk. Es stammt aus dem Jahr 1486 und zeigt, wie ein unbekanntes scheibenförmiges Objekt einen Lichtstrahl auf den Kopf von Maria herunterlässt. Es dringt dabei gar durch die Hauswand, als wäre sie nur Luft. Dabei sieht es so aus, als würde es einen kleinen Durchgang produzieren. Denn davor und dahinter sind keine weiteren Öffnungen zu sehen. Ein Hinweis, dass dieser Durchgang nur temporär geöffnet wurde. Im Gemälde selbst ist recht viel los, doch auf das Schauspiel am Himmel scheint keiner zu deuten. Überall in der Szene sind Vögel zu sehen, genauso wie die Taube mit einem Heiligenschein, die den Strahl durchkreuzt, bevor er Maria trifft. Kann es wirklich so stattgefunden haben? In Belgien gibt es auf einem Möbel des flämischen Grafen d'Oultremont ein ganz besonderes Werk. Es zeigt Moses, wie er die Tafeln mit den 10 Geboten empfängt. Dem einen oder anderen werden die Hörner auf Moses Kopf aufgefallen sein. Ufologen hingegen interessieren sich wohl eher für die 4 Objekte, die am Himmel schweben.
Erst vor kurzem habe ich euch in einem meiner Videos die Theorie vorgestellt, um eine außerirdische Beteiligung an der Bundeslade, in denen die 10 Gebote aufbewahrt worden sind und die Moses mit auf seine Reise nahm. Ist dieses Werk eine Bestätigung für eine außerirdische Präsenz? Das Datum der Erstellung des Bildes, als auch der Künstler selbst, sind leider unbekannt. So wird es schwer sein, weiteres über die Intention des Künstlers herauszufinden. Das nächste Bild stammt aus einem mittelalterlichen Manuskript. Es trägt den französischen Namen Les Livres de Bonheur, das Buch der Sitten. Es stammt von Jacques Legrand und ist aus dem Jahr 1338. Das Bild in diesem Buch zeigt eine goldene Kugel, hoch am Himmel stehend. Es wirkt wie ein metallischer Heißluftballon. Doch weder gab es im 14. Jahrhundert solch einen, noch würde ein metallischer Ballon in den Himmel emporsteigen können. Also, was ist es? Einer der Männer im oberen rechten Bildabschnitt scheint auf das Objekt zu deuten, andere diskutieren. Bei genauerer Betrachtung erkennt man zudem funkelnde Sterne, die auf einer Linie mit dem Objekt stehen. Sehr mysteriös. In der Kirche von Santa Maria Maggiore ist das Kunstwerk Das Wunder des Schnees zu betrachten. Das vom Maler Masolino de Panicale geschaffene Werk wurde um 1400 geschaffen und zeigt eine Szene, die aus einem modernen Science-Fiction-Film stammen könnte. Eine ganze Flotte von UFOs, die über den florentinischen Himmel schwebt. Ganz vorne ein Mutterschiff, über das Maria und Jesus abgebildet sind. Oder sind es doch nur Wolken in einer komischen, gleichmäßigen Anordnung, die der künstlerischen Freiheit des Malers zugrunde liegt? Wer weiß das schon so genau? Die Kreuzigung von Christus aus dem Jahr 1350 ist wohl eine der bekanntesten Darstellungen in der Präastronautik. Es hängt über dem Altar des Klosters Visoki Decani in Kosovo und zeigt etwas, das viele Ufologen als extraterrestrisches Gefährt interpretieren. In den beiden oberen Ecken sind 2 UFOs zu sehen. Bei dem UFO in der rechten Ecke scheint der Pilot auf das Raumschiff hinter ihm zu blicken. Zudem hat keiner der beiden Piloten einen Heiligenschein um sich herum, was die Möglichkeit ausschließt, dass es sich um göttliche Wesen handelt. Denn auch diese gibt es in Form von Engeln in der Bildmitte und den Heiligen um Jesus selbst herum. Doch die UFOs scheinen irgendwie nicht ins Bild passen zu wollen. Interessant ist auch die verschiedenartige Darstellung der Objekte. Metallisch glänzend und leuchtend. Die 2 am meisten gesichteten Formen von UFOs in der modernen Ufologie. Und dabei ist diese Darstellung gar nicht mal so einzigartig, wie ihr hier auf einer weiteren Darstellung sehen könnt. Israel, hoffe auf den Herrn, steht in breiten Lettern der deutschen Schrift unter diesem faszinierenden Schauspiel. Das Gemälde eines unbekannten Künstlers zeigt ein Objekt, das als riesiges UFO interpretiert werden kann. Darunter eine brennende Kirche. Ein Bildnis, das wirklich seinesgleichen sucht. Faszinierend ist auch, dass ein Lichtstrahl oder ein Feuerstrahl aus dem Objekt nach oben hin abgeht und sich als Quellwolke um die Kirche legt. Ob es dieses Schauspiel um 1600, aus dem das Kunstwerk stammt, wirklich gab? Zum Schluss betrachten wir noch einmal Da Vincis Werk, und zwar nicht irgendeines seiner Arbeiten. Auf dem berühmtesten Kunstwerk der Welt soll sich eine weitere geheime Botschaft befinden. Auf der Mona Lisa. Wenn man die gleiche Technik wie anfangs erwähnt anwendet und das Bild spiegelt, soll eine weitere Alien-Figur über Mona Lisas Schulter auftauchen. Doch auch hier handelt es sich wohl eher um Pareidolie, dem Phänomen in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertraute Wesen oder Gegenstände zu erkennen. England im Jahre 1742. Der Himmel über Westminster, England, bietet den Bewohnern der Stadt ein ungewöhnliches Schauspiel. Dutzende Zeugen berichten von dem Ereignis. Einer dieser Zeugenaussagen lautet folgendermaßen: Als ich am Dienstag, dem 16. Dezember 1742 um 8.40 Uhr von der Royal Society nach Westminster zurückkehrte, sah ich etwa in der Mitte der Parade im St. James Park ein Licht, das sich hinter den Bäumen und Häusern S by W Point befand, das ich zunächst für eine große Himmelsrakete hielt. Aber als es auf einer Höhe von etwa 20 Grad gestiegen war, nahm es eine Bewegung fast parallel zum Horizont auf, winkte in dieser Weise herum und flog über die Häuser am N by E Point. Es schien sehr nahe zu sein, so dass ich dachte, es fliegt über den Queen Square, der Insel im Park und über den Kanal.
Ich verlor es aus den Augen, als es über den Haymarshes war. Seine Bewegung war so langsam, dass ich es über eine halbe Minute im Blick hatte. Und so hatte ich genug Zeit, sein Aussehen zu betrachten, das in der beigefügten Abbildung zu sehen ist. Es schien eine helle Flamme zu sein, die sich durch den Widerstand, den die Luft ihr entgegensetzte, rückwärts drehte. Ein helles Feuer wie brennende Holzkohle. Es hatte eine äußere, offene Schale, deren Rahmen undurchsichtig war, wie aus einem Eisenband. Es hatte zudem einen Schwanz aus Lichtflammen, der vom Objekt aus hin zum Schweifende allmählich schwächer glühte. Dieser war über die Hälfte seiner Länge fast transparent. Der Kopf schien etwa ein halbes Grad im Durchmesser zu haben, der Schwanz 3 Grad in der Länge und über ein Achtel eines Grades in der Dicke. Bei der Beschreibung des Objekts, vor allem mit der Erwähnung eines Schweifs oder eines Schwanzes, wie der Zeuge es beschreibt, denkt man sofort an ein natürliches Objekt, einen Kometen. Doch passen die weiteren Beschreibungen zu einem solchen Himmelsobjekt? Die Flugbahn und die Geschwindigkeit des Objekts lässt an dieser Erklärung genügend Zweifel. Und auch die detaillierte Beschreibung des Objekts selbst will nicht so recht zu einem Kometen passen. Also, was war es dann? Wir bleiben in England und reisen 41 Jahre durch die Zeit. Es ist der 18. August 1783. Über den Dächern des königlichen Palasts Schloss Windsor taucht ein unbekanntes fliegendes Objekt auf. Die Illustration von diesem Himmelsschauspiel zeigt eine Sichtung, die sich um 21.45 Uhr an jenem Abend des 18. August 1783 ereignete. 4 Zeugen sehen auf der Terrasse von Schloss Windsor ein leuchtendes Objekt am Himmel. Es existiert nicht nur diese Illustration, sondern auch ein Bericht der Sichtung, der sogar in den Philosophical Transactions of the Royal Society aufgezeichnet wurde. Diesem Bericht zufolge beobachteten die Zeugen eine längliche Wolke, die sich mehr oder weniger parallel zum Horizont bewegte. Unter dieser Wolke war ein leuchtendes Objekt zu sehen, das bald kugelförmig wurde, hell leuchtete und dann zum Stillstand kam. Diese seltsame Kugel schien zunächst eine blassblaue Farbe zu haben, nahm dann aber an Leuchtkraft zu und machte sich alsbald wieder auf den Weg nach Osten. Dann änderte das Objekt plötzlich die Richtung und bewegte sich parallel zum Horizont, bevor es in Richtung Südosten verschwand. Das Licht, das es ausstrahlte, war gewaltig, wie es hieß. Es beleuchtete alles auf dem Boden. Das Bild wurde von Thomas Sandby, einem Gründer der Royal Academy, und seinem Bruder Paul festgehalten, die beide Zeugen des Ereignisses waren. Kurioserweise tauchte im Laufe der Zeit ein sehr ähnliches Bild auf, das mit Tusche gemalt worden ist. Es zeigt eine kometenhafte Darstellung des Objekts, die allerdings nichts mehr damit zu tun hat, was die Zeugen in Wirklichkeit sahen. Warum diese Darstellung aufgetaucht ist, weiß niemand so wirklich. Natürlich kann dies auch ein ungewöhnlicher Komet gewesen sein. Hingegen sprechen die Zeugenaussagen eine andere Sprache. Zudem waren sie gelehrte Männer, die sich nicht gleich von einem normalen Kometen hätten hinreißen lassen, um dann einen solchen Bericht abzugeben. Wirklich mysteriös. Doch nicht nur auf der europäischen Insel gab es UFO-Sichtungen. Eine Massensichtung unbekannter Objekte hat es auch in Deutschland gegeben. Es ist der 4. November 1697. Über dem Himmel Hamburgs tauchen 2 Objekte auf, die die zahlreichen Menschen, die sie sehen, nie zuvor gesehen haben. Die Objekte werden als 2 glühende Räder beschrieben. Sie sehen aus, als hätte man 2 Gummibänder um einen Tennisball gelegt. Und sollte die rechte obere Ecke den Mond zeigen, müssten sie wohl enorm riesig oder verdammt nah an den Menschen gewesen sein. Aus der rechten Kugel scheinen Blitze zu kommen. Oder sind es doch Antennen oder ähnliches? Das linke hingegen scheint eine Wolke mit sich zu ziehen und zu leuchten. Zugegebenermaßen ist das Bild über die Jahrhunderte recht schlecht gealtert und man kann nur deuten, was man denn nun dort sieht. Aber diese 2 kuriosen Kugeln gehörten ganz eindeutig nicht an den Himmel der deutschen Hansestadt. Das nächste Zeugnis einer Sichtung hat im heutigen Dortmund stattgefunden, genauer gesagt im alten Stadtteil Sieberg. Heute ist vom Schauplatz nur noch eine alte Ruine übrig geblieben. Doch vor mehr als 1200 Jahren war diese heiß umkämpft. Die Sigiburg gehörte Frankreich und die Sachsen waren im Jahr 776 eingerückt und belagerten die Burg. Die sächsischen Kreuzfahrer hatten die mittelalterlichen Franzosen völlig umzingelt, als plötzlich flammende Schilde am Himmel erschienen. In der Annahme, die Franzosen würden von diesem Ding, das am Himmel erschien, beschützt werden, flohen die Sachsen. Im 12. Jahrhundert wurde zu diesem Vorfall anhand der Zeugenaussagen Bilder veröffentlicht. Es stammt aus dem Manuskript Annales Lauricenses, lateinisch für Bände oder Bücher,
über historische und religiöse Ereignisse. Was war dort am Himmel, was die sächsische Belagerung vor Angst flüchten ließ? Die Bilder zeigen zwei verschiedene Objekte oder aber diese aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie scheinen so etwas wie Bullaugen zu haben bzw. Erhebungen an den Seiten und sind zumindest so detailliert, dass man ausschließen kann, es könne sich um einen Kometen handeln. Oder was meint ihr? Zum Schluss kommen wir zu einem der wohl berühmtesten alten Zeugenberichte über eine UFO-Massensichtung. Doch wusstet ihr, dass nur 5 Jahre später eine zum Verwechseln ähnliche Erscheinung nur wenige hundert Kilometer weiter stattgefunden hat, die ebenfalls gut dokumentiert ist? Nürnberg, 14. April 1561. Über dem Himmel der Stadt tauchen unerklärliche Gebilde auf. In den Berichten heißt es, sie wurden von vielen Manns- und Weibspersonen gesehen. Unzählige Kugeln, Scheiben und Sicheln umkreisen, wie auf diesem Holzschnitt von Hans Glaser zu sehen, die Sonne am Himmel. In den Zeugenaussagen hieß es einerseits, es waren Kugeln von blutroter, bläulicher und schwarzer Farbe. Andererseits, dass es Ringscheiben in großer Anzahl in der Nähe der Sonne waren, sowie etliche blutfarbene Kreuze. Für die damals religiös geprägten Menschen war die Himmelserscheinung ganz klar ein göttliches Zeichen. Heute würden wir dies wohl am ehesten als UFO-Sichtung beschreiben. Einige Wissenschaftler haben aber auch eine andere Erklärung. Es könnte sich dabei um Halos gehandelt haben. Ein bunter Lichtring durch Reflexion des Mondlichts. Ein sehr seltenes Naturphänomen. Interessanterweise hat nur 5 Jahre später in der Schweiz ein zum Verwechseln ähnliches Schauspiel stattgefunden. Basel, 27. Juli 1566. Laut einem Bericht des Basler Flugblatts verblasste die Sonne am Abend und begann rot zu strahlen. Die Sonne weinte Blut und hinter ihr wurde die Luft schwarz. Ebenso blutrot schien sie am darauffolgenden Morgen. Nur einige Tage später, am 7. August 1566, tauchten über Basel zahlreiche schwarze Kugeln und zylinderförmige Objekte am Himmel auf. Sie flogen durch die Luft und prallten aneinander. Wie die Augenzeugen sagten, bekämpften sich die schwarzen Kugeln gegenseitig. Einige seien während der Himmelsschlacht abgestürzt und hätten sich dann sofort aufgelöst. Die schwarzen Kugeln wurden als sehr schnell und rund beschrieben. Das Basler Flugblatt schrieb zudem von sehr vielen Flugobjekten. Waren es ein und dieselben Objekte, die die Menschen in Basel und Nürnberg beobachtet hatten? Der Verdacht liegt natürlich nahe. Doch auch für die Sichtung in Basel gibt es eine Erklärung. So haben einige Historiker die Vermutung, dass es sich um das Schweizer Flugblatt um reine Propaganda der Kirche handelt, da am Ende des Textes etliche christliche Warnungen zu lesen sind. Ob das eine zufriedenstellende Lösung des Ereignisses ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zusammenstellung gefallen und dass ich das Video dann morgen nachliefern kann und wünsche euch bis dahin einen heiteren Abend. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.